Die höchste Kunst des Krieges besteht darin, den Feind kampflos zu unterwerfen. In Zentralasien steht das Thema Wasser im Mittelpunkt der regionalen Spannungen. Die Staaten der Region sind hinsichtlich ihrer natürlichen Ressourcen und ihres Energiebedarfs voneinander abhängig. Am schärfsten sind die Spannungen im dicht besiedelten Ferganatal, wo Usbekistan, Kirgisistan und Tadschikistan aufeinandertreffen. Von Zeit zu Zeit erhitzen sich die Gemüter so sehr, dass Gewaltausbrüche nicht zu stoppen sind. Zwischen 2011 und 2015 kam es zu mehr als 70 Grenzkonflikten. Bei jeder dieser Auseinandersetzungen schaltete sich Russland als Vermittler ein und erzwang einen Waffenstillstand. Eine dauerhafte Einigung blieb jedoch unerreichbar. Bei den jüngsten Kämpfen im April 2021 wüteten Kampfhubschrauber, Panzer und Mörsergranaten in dem Gebiet, wobei über 50 Menschen starben und mehr als 40.000 Menschen vertrieben wurden. Es handelte sich um das schwerste Gefecht seit Jahren und es ist ein Beispiel dafür, wie begrenzte Konflikte zu Wasserkriegen in der gesamten Peripherie führen können. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion entstanden in Zentralasien fünf souveräne Staaten, deren Grenzen von der sowjetischen Führung künstlich so festgelegt worden waren, dass unabhängige lokale Herrschaft so schwierig wie möglich ist. Die Verknotung und Verdrehung der Grenzen wurden akribisch nach geografischen und ethnischen Merkmalen vorgenommen, was oft eine nationale Identität verhinderte und Ressentiments schürte. Die Absicht war, den gesamten Raum von einem mächtigen Vermittler von außerhalb der Region abhängig zu machen. Moskau spielte während der Sowjetzeit die Rolle dieses Vermittlers und ist bis heute der einflussreichste Akteur geblieben. Während dieser ganzen Zeit haben die Russen immer versucht, sicherzustellen, dass keine regionale Gruppe jemals mächtig genug ist, um Moskaus Autorität in Frage zu stellen. Teile und herrsche ist die Devise und das mit großer Effizienz. Nichts in Zentralasien geschieht ohne russische Billigung. Als neue, unabhängige Länder, die daran arbeiten, ihre eigene Wirtschaft und ihre eigenen politischen Institutionen aufzubauen, befinden sich die Staaten Zentralasiens in einem ständigen Kampf um die Festlegung und Sicherung ihrer von Menschenhand geschaffenen Grenzen. Nirgendwo ist dieser Kampf deutlicher als im Ferganatal. In diesem dreieckigen Raum fließen zwei Flüsse zusammen und bilden ein üppiges, grünes, fruchtbares Becken, das ideal für große Siedlungen, Landwirtschaft und Schwerindustrie ist. Aus der Vogelperspektive ist leicht zu erkennen, warum in dieser grünen Ebene, die von steilen Bergen und trockenen Steppen umgeben ist, etwa 14 Millionen Menschen leben, also etwa ein Viertel der Gesamtbevölkerung Zentralasiens. Das Ferganatal ist eine Oase des Lebens und weist eine Bevölkerungsdichte auf, die 40 Mal höher ist als der regionale Durchschnitt. Historisch gesehen war das Gebiet eine regionale Kornkammer, aber es gibt Ärger im Paradies. Was man vom Himmel aus nicht sehen kann, sind die Narben, die das Tal durchziehen. Die Art und Weise, wie die nationalen Grenzen geformt sind und die regionalen Bedürfnisse und Interessen, machen es zu einem der am häufigsten umkämpften Gebiete der Welt. Die sowjetische Führung teilte das Tal unter Usbekistan, Tadschikistan und Kirgisistan auf. In der Vergangenheit stellten diese Grenzen kein Hindernis für den Verkehr von Menschen und Waren dar. Unter der gemeinsamen Kontrolle der Sowjetunion existierten die Grenzen in Zentralasien hauptsächlich auf dem Papier. Als jedoch die sowjetische Autorität schwand, mussten die neuen unabhängigen Unionsrepubliken plötzlich ihre nationalen Grenzen sichern. Das verknotete, verdrehte Durcheinander von Grenzen und Enklaven in einer ethnisch äußerst vielfältigen Region bildet eine explosive Mischung. Als die zentralasiatischen Staaten den Kommunismus gegen eine nationale Identität eintauschten, wurde die ethnisch heterogene Natur des Tals zu einer Basis für territoriale Spannungen. Durch die Verschärfung der Grenzen wurden mehrere Enklavengemeinschaften zu ethnischen Minderheiten mit eingeschränktem Zugang zu ihren angestammten Heimatgebieten. Noch schlimmer war, dass jeder Staat seine territorialen Ansprüche auf unterschiedliche sowjetische Karten stützte. Manchmal wurden militärische, manchmal zivile Karten verwendet und oft Karten aus verschiedenen Jahren. Infolgedessen blieben die meisten Grenzen im Ferganatal ungeklärt. Usbekische, tadschikische und kirgisische Gesetzgeber verhandeln noch immer über den Verlauf der Staatsgrenzen.
Das ist ein quälend schwieriger Prozess. Es gibt nach wie vor Spannungen über die Besitzverhältnisse ethnischer Gemeinschaften, von denen einige Enklaven sind. Außerdem gibt es Streitigkeiten über die Kontrolle von natürlichen Ressourcen und in vielen Fällen über den Zugang zu diesen Ressourcen. Erdöl, Erdgas und Bodenschätze machen einen großen Teil der umstrittenen Ressourcen aus, aber einer der hitzigsten Streitpunkte ist das Wasser. Jede Nation wetteifert um den Zugang zu Flüssen und Kanälen der Region. Manchmal ist die Lage so angespannt, dass in lokalen Gemeinschaften Gewalt ausbricht. Zwischen 2011 und 2015, also innerhalb von nur 4 Jahren, kam es zu mehr als 70 Grenzkonflikten. Die meisten Auseinandersetzungen hatten mit den gemeinsamen Wasserressourcen zu tun. Obwohl die meisten Konflikte zum Stillstand kamen, hat die postsowjetische regionale Dynamik den Wettbewerb und das Misstrauen zwischen den Nationen des Ferganatals weiter angeheizt, so dass die Konflikte nicht auf bloße Missverständnisse zurückzuführen sind. Als die kommunistische Ordnung zusammenbrach, rückten nationale Interessen in den Mittelpunkt. Zuvor gemeinsam genutzte Ressourcen wurden zu Streitpunkten zwischen getrennten nationalen Einheiten. Die neuen, unabhängigen Nationen verließen die alten regionalen Systeme, um eine Politik zu verfolgen, die vollständig in ihrer politischen Souveränität bleibt. Ungeachtet ihrer Bemühungen konnten die zentralasiatischen Länder dem Gespenst der Moskauer Pläne nicht entkommen. Unter sowjetischer Herrschaft arbeiteten die Länder in kollektiven Stromnetzen, die die Stromerzeugung entsprechend den lokalen Ressourcen der einzelnen Länder verteilten. Tadschikistan und Kirgisistan entwickelten Wasserkraftwerke. Kasachstan konzentrierte sich auf Kohlekraftwerke, während Usbekistan und Turkmenistan ihre Erdgasressourcen nutzten. Auch heute noch erzeugen Tadschikistan und Kirgisistan fast 90% ihres Stroms aus Wasserkraft. Die Flüsse Amadarya und Syrdarya, die in Kirgisistan und Tadschikistan entspringen, sind die wichtigsten Flüsse für die Wasserkrafterzeugung. Wenn sich die von der Gletscher- und Schneeschmelze abhängigen Stauseen jedoch im Winter nicht mehr füllen, kommt es in diesen flussaufwärts gelegenen Ländern regelmäßig zu Stromausfällen. Es ist fast unmöglich, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, wenn Stromausfälle ein wiederkehrendes Problem sind. Auf der anderen Seite verleiht der Wasserreichtum den beiden Ländern einen erheblichen Einfluss auf die flussabwärts gelegenen Länder. Usbekistan, das den größten Teil der Ebene im Ferganatal einnimmt, benötigt große Mengen an Wasser, um seine riesigen Baumwollfelder zu versorgen. Die Flüsse Amadarya und Syrdarya sind für die usbekische Landwirtschaft und insbesondere für die Baumwollproduktion von entscheidender Bedeutung. Usbekistan gehört zu den 10 größten Baumwollexporteuren der Welt und die Branche ist eine der größten Einnahmequellen der Regierung. Unterdessen haben Kirgisistan und Tadschikistan in ihrem Streben nach einer sicheren Stromversorgung den Bau mehrerer Dämme entlang der Flüsse vorgeschlagen, die in das Ferganatal fließen. Die beiden flussaufwärts gelegenen Länder haben bisher nur etwa 10% ihres Wasserkraftpotenzials erschlossen. Megaprojekte wie der tadschikische Rogun-Damm, der mit 335 Metern der höchste Damm der Welt wäre, könnten die Tadschiken jedoch theoretisch von ihrer Abhängigkeit von Energieimporten befreien. Kirgisistan hat ähnliche Pläne für Wasserkraftwerke. Die beiden flussaufwärts gelegenen Nationen betrachten die Flüsse als Mittel, um ihre Energieversorgung zu sichern und sehen ihre Nutzung als ihr gutes Recht an. Usbekistan seinerseits lehnt die kirgisischen und tadschikischen Pläne zum Bau von Staudämmen flussaufwärts erbittert ab und behauptet, dass Wasserkraftprojekte flussaufwärts das sozioökonomische Wohlergehen von 33 Millionen Usbeken beeinträchtigen würden. Die Gesetzgeber in Taschkent argumentieren, dass die geplanten Staudämme den Wasserdurchfluss im Sommer um 20% verringern und im Winter um 45% erhöhen könnten. Die Gefahr von Ernteausfällen und saisonalen Überschwemmungen in seinem landwirtschaftlichen Kernland hat Usbekistan dazu veranlasst, seinen flussaufwärts gelegenen Nachbarn mit einem bewaffneten Konflikt zu drohen. Die angespannte Lage wird noch dadurch verstärkt, dass die gemeinsamen Ressourcen als politisches Instrument eingesetzt werden. Usbekistan schränkte zeitweise seine Erdgas- und Stromexporte ein, während Tadschikistan und Kirgisistan gelegentlich den Wasserfluss flussabwärts drosselten. Glücklicherweise haben sich die Beziehungen zwischen den Nachbarn im Ferganatal nach einem Wechsel in der usbekischen Führung im Jahr 2016 zum Besseren gewendet.
Usbekische Beamte haben mit Kirgisistan und Tadschikistan Abkommen über Staudammprojekte ausgehandelt, die Taschkent ein Mitspracherecht beim ganzjährigen Wasserfluss einräumen. Diese Vereinbarungen haben bereits zu ersten Ergebnissen geführt, sodass ein Teil des geplanten Rogun-Staudamms 2018 in Betrieb genommen wurde, fast 40 Jahre nach Baubeginn. Doch auch wenn die Diplomatie nationale Interessen verhandeln kann, kann sie sie niemals auslöschen. Im vergangenen April brach in der Nähe von Foruk, einer tadschikischen Enklave innerhalb Kirgisistan, ein Grenzkonflikt aus. Beide Seiten hatten Anspruch auf ein Reservoir und eine Pumpstation am örtlichen Fluss erhoben. Die Kontrolle über die Anlagen sollten ihnen mehr Mitspracherecht bei der Gestaltung der örtlichen Bewässerung einräumen. Als die Tadschiken Überwachungskameras an der Wasseranlage anbrachten, gingen kirgisische Demonstranten mit Steinen und Stöcken gegen sie vor. Es dauerte nicht lange, bis sich Grenzsoldaten mit Gewehren und Mörsern in den Kampf einschalteten. Jede Seite beschuldigte die andere, zuerst geschossen zu haben. Innerhalb weniger Stunden kämpften Armeehubschrauber, Panzer und Mörsereinheiten in dem Gebiet, wobei über 50 Menschen starben und mehr als 40.000 Menschen vertrieben wurden. Es handelte sich um die schwersten Kämpfe seit Jahren und obwohl das Gefecht schnell abklang, war es eine bittere Erinnerung daran, wie angespannt die Lage ist. Auffällig ist auch, dass Foruk Teil der Grenzverhandlungen war, bei denen kirgisische Politiker versuchten, ihre tadschikischen Kollegen zu zwingen, auf territoriale Ansprüche rund um die Enklave zu verzichten oder die ethnisch-tadschikischen Enklave gegen ein anderes Gebiet zu tauschen. Die Gespräche waren jedoch in einer Sackgasse stecken geblieben und das Scharmützel war möglicherweise Teil einer Verhandlungstaktik, um den Druck zu erhöhen. Gleichzeitig ist das flussabwärts gelegene Usbekistan froh, wenn sich seine flussaufwärts gelegenen Nachbarn untereinander streiten, denn dies verschafft den Usbeken größeren Spielraum bei künftigen Verhandlungen. Das tadschikisch-kirgisische Scharmützel verdeutlichte aber auch einen anderen Punkt, nämlich wie begrenzte Wasserstreitigkeiten die Stabilität der gesamten Region bedrohen können. Im Ferghana-Tal, wo Grenzen Gemeinden sprengen wie Granaten Panzer, werden der Klimawandel und das Bevölkerungswachstum den Druck auf die gemeinsamen Wassersysteme erhöhen. Politische Bemühungen können diese durch Ressourcen und ethnische Zugehörigkeit bedingten Streitigkeiten abmildern. Doch Unklarheit und Misstrauen können auch für sich genommen mehr als genug sein, um Nationen in den Krieg zu treiben. Im Ferghana-Tal bilden verschiedene Faktoren einen hochentzündlichen Konfliktherd und in einer Welt der nationalen Interessen gibt es immer jemanden mit einem Feuerzeug. Das war Caspian Report. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr Videos über Politik, Wirtschaft und Geschichte sehen wollt, abonniert doch den Kanal. Wir würden uns sehr freuen.